Willkommen bei Die Agora und Thermalbäder. Die Agora von Kyrene war zugleich Marktplatz und politisches Zentrum der Stadt. Der zentrale Innenhof lag unter freiem Himmel, während die ihn umgebenden Marktstände und Läden von den langen überdachten Säulengängen geschützt wurden. Wie in anderen griechischen Städten gehörte zur Agora eine zentrale Versammlungsstelle, die man Prytaneion nannte. An diesem Ort wurden die Gäste der Stadt willkommen geheißen. Herzstück der Agora war eine Statue, die Ruhm und Siege der Seefahrt pries. Die weiblichen Formen könnten darauf hindeuten, dass es sich um Nike handelt. Sie ähnelte sehr wahrscheinlich der Nike von Samothrake, die heute im Louvre ausgestellt wird und dem Team als Referenz diente. Auf der Agora von Kyrene gab es zahlreiche Tempel und Bildwerke, die den Stadtgründer König Battos und die Stadtgötter ehrten. Zudem fand man zwei Altäre, die zum Tempel des Apollon gehörten, sowie eine Marmorstatue der Göttin Lybia. Zu den Profanbauten zählten ein Gerichtshof und ein angegliedertes Archiv, in dem Rechtstexte und andere für die Verwaltung der Stadt wichtige Dokumente verwahrt wurden. Die Brandspuren an den Überresten des Gebäudes deuten darauf hin, dass es möglicherweise während der jüdischen Rebellion im Jahr 115 unserer Zeit zerstört wurde. Öffentliche Bäder waren für griechische und römische Städte üblich. Das galt auch für Kyrene. In den Ruinen entdeckte man zwei Thermalbäder aus verschiedenen Epochen. Eine Inschrift über dem Eingang eines dieser Bäder war offenbar dem Besitzer gewidmet und lässt eine Datierung in die Zeit des Hellenismus zu. Die Mosaikfußböden hatten ursprünglich einen erster Linie praktischen Nutzen. Sie waren wasserdicht. Die von den Griechen nach Ägypten und in die Kyrenaika importierten Bildmotive zeigten vor allem Alltagsszenen, die Meeresfauna oder mythologische Figuren. Neben den traditionellen griechischen Motiven wurden auch spezifisch ägyptische Motive wie die Lotusblume integriert. Die schönsten und am besten erhaltenen Mosaike fand man jedoch in Alexandria. Die Bäder von Kyrene wurden in unterirdischen Gewölben errichtet, die man zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeit anlegte. Die Arbeiter schlugen Sitze in den Fels, um die Waschungen bequemer zu gestalten. Wie viele andere öffentliche Gebäude waren auch die Bäder kunstvoll geschmückt. In ihren Räumen fand man Statuen der Aphrodite und des Bogenschützen Eros. Das Frigidarium, ein Kaltwasserbecken, war der erste Raum, den man als Besucher betrat. Gefolgt wurde es vom Tepidarium und schließlich vom Heißwasserraum, den man das Caldarium nannte. Das Wasser der Thermalbäder stammte aus natürlichen Quellen. Man legte heiße Steine ins Wasser, um den gewünschten Dampfbad-Effekt zu erzeugen. Das Quellwasser floss in eine Zisterne und einen Brunnen, den man die Aqua Augusta nannte.
Unter Kaiser Trajan wurden weitere römische Bäder erbaut, die man unter Hadrian restaurierte. Nach dem Erdbeben im Jahr 365 unserer Zeit wurden sie durch Bäder im byzantinischen Stil ersetzt. Dabei kamen viele Steine der alten Bäder zum Einsatz. Das Team nutzte für den Entwurf dieser Orte im Spiel Beschreibungen der Bäder aus der Zeit des Kaisers Trajan. Willkommen bei Hauptexporte aus Kyrene. Kyrenes Haupteinnahmequellen waren die Kultivierung und der Export von Mohnblumen und Silphium. Obwohl auch das Opiumöl der Mohnblumen exportiert wurde, weiß man wenig über diese Pflanze. Über die Kultivierung von Silphium liegen uns heute weit mehr Informationen vor. Silphium galt wegen seiner leuchtend gelben Blüten als Geschenk des Sonnengottes. Silphium wurde ausschließlich in dieser Region am Mittelmeer angebaut, zu Höchstpreisen verkauft und war so zentral für den Wohlstand der Kyrenaiker, dass es sogar auf Münzen abgebildet wurde. Die Wurzeln des Silphiums enthielten ein Harz, das für die Herstellung von Arzneien gegen Husten, Fieber, Magenverstimmungen und viele anderen Leiden eingesetzt wurde. Man nutzte es auch als Verhütungsmittel. In einer Rezeptsammlung aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit wird das Kraut häufig erwähnt. An einer Stelle dient es der Verfeinerung eines Flamingo-Gerichts. Hohe Nachfrage, Raubbau und möglicherweise auch eine Klimaveränderung führten schließlich zum Aussterben der Silphiumpflanze. Zum letzten Mal wurde sie im 4. Jahrhundert unserer Zeit erwähnt und bis heute fanden sich keinerlei Spuren der einst so populären Pflanze.